Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Natürlich starten wir mal wieder rein mit irgendwas, was mit Extra Alchemie zu tun hat. Und zwar drehen wir jetzt hier einmal fix den Dia hier. Zack, der Dia ist gedreht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass der mindestens Widerstand FKS hat, um ein bisschen Profit zu fahren. Und der sah gut aus. Der sah auf jeden Fall nach einem Widerstand FKS aus. Jetzt fragen wir nur, ob er noch FKS hat. Und er ist perfekt geworden. Mega nice. Magischer Angriffswert noch dazu. Der perfekte Stein. Mega nice. Endlich hat mal wieder was funktioniert. Das ist geil. Ein Widerstand FKS Ex-Dia ist verkauft. Deswegen habe ich wieder ein bisschen gewonnen. Und ich dachte mir, komm, wir genehmigen uns jetzt hier zwei Brillis wieder an. Die sind hier relativ günstig. Gerade für Germania-Verhältnisse 540 gewonnen. Und deswegen gönne ich mir die jetzt. Und wir versuchen nochmal einen Exit. Dann haben wir vielleicht zwei perfekte hier in dem Video. Das wäre doch mal geil. Da bin ich auch schon vorm Alchemisten. Dann versuchen wir das Ganze mal, ob das Ganze hier funktioniert. Er ist auf Exit gegangen. Gott sei Dank. Und jetzt, come on. Lass nochmal hier in Widerstand FKS-Dia dabei sein. Und er sah sehr blank aus. Eieieiei. Und, oh, immerhin FKS magischer Angriffswert. Das ist noch nicht mal so bad, denn der ist halt perfekt für Magieklassen. Also den kriege ich trotzdem noch verkauft. Wir haben jetzt vielleicht nur 100 Won miese gemacht. Als Hinweis jetzt hier, das war jetzt natürlich kein Profit mit dem Stein. Der ist jetzt natürlich jetzt 140 Won circa wert. Also wir haben jetzt ungefähr ein Brilli so gesehen verschleudert. Wenn ich jetzt übermenschliches Glück habe, wird das jetzt hier funktionieren und es schlägt einfach direkt Fail. Das heißt, ich muss direkt noch... Hallo, ich habe übermenschliches Glück hier gesagt. Alter Vater, was war das denn? Da das ja nicht so ungefähr wollte, mache ich es halt direkt so. Wir holen uns zwei Loopies und haben den auf Brilli, welcher Gott sei Dank geklappt hat. So, und wenn der jetzt Profit wäre, dann müsste der halt jetzt erstmal perfekt sein, denn ich habe gerade echt viel Alchi gehabt. Und ich habe selbst mit Antiken gerade miese gemacht. Das wäre jetzt so ein perfekter Brilli ganz toll und er hat... Drei Bonis, aber die falschen. Ah, egal, wir haben Brilli wieder am Start, den wir verkaufen können, aber damit haben wir am Ende jetzt ja trotzdem miese gemacht, muss ich sagen. Ein paar Jahre sind am Start, die knallen wir jetzt hier natürlich durch. Der erste schlägt mal wieder Fail. Ich glaube, ich hab's gerade ein bisschen mit klar. Kann das sein? Weil irgendwie will da nichts klappen, aber gut. Schon wieder ein Fail. Das sind 70%. Manchmal denke ich mir, wo sind die 70% bitte? Hallo, 70%. Hallo, das ist... Entschuldigung, dass ich jetzt gerade lache. Eigentlich ist das echt zum Weinen, wenn man sich das mal überlegt, was 70% eigentlich manchmal sein können. Aber gut, damit wird es auf jeden Fall kein Exit-Try jetzt leider Gottes mehr. Ein paar haben jetzt Gott sei Dank nochmal geklappt, wovon keiner perfekt wurde. Aber gut. Und der Loopy schlägt auch noch Fail. Heidewitzka, das war ja mal eine richtig schlechte Aktion hier. Aber drei Loopies sind es noch geworden. Jetzt, come on. Lass wenigstens noch ein, perfekter Brilli vielleicht hier rumspringen. Das wäre sehr, sehr geil. Schauen, was der für Bonis hat. Und er ist Crap. Also das war jetzt wieder eine richtige miese Aktion. Wie viele waren das? 18. Es waren 23 Stück mal 8 Won. Das sind, ja, grob 200 Won. Also das sind jetzt wieder 40 Won miese. Und ich hätte jetzt noch gesagt, wir gehen jetzt hier nochmal in die Onyx rein. Also zu guter Letzt, das sind die letzten Steine, die ich habe. Da muss ich nur eben kurz aussortieren, welche die perfekten sind. Da sind so ein paar dazwischen, nämlich die ich so nebenbei geabt habe, damit ich die nicht aus Versehen weiter abbe, denn das lohnt sich nämlich überhaupt nicht. So, da ist noch einer und das war's auch schon. Die zwei sind auch noch, ja, den brauchen wir nicht überreden, aber die sind auch noch perfekt. Jetzt schauen wir mal nach, was wir hier noch rauskriegen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal den Rettungsbrilli oder sowas, was weiß ich. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, die weiter zu haben. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auch direkt mal. Der erste schlägt mal wieder Fail. Also wirklich, ich habe das Gefühl mittlerweile, das ist ja schlimmer als eine 50%-Quote hier. Das habe ich bei den Antiken vorhin halt auch wirklich gehabt. Also Katastrophe. Also das kann mir doch keiner erzählen hier, dass das 70% sind, mal ehrlich. Aber gut, 4 Stück, 5 Stück. Eine Echse wird es auf jeden Fall auch wieder nicht. Wären es wieder 7 Stück. Vielleicht sogar nicht mal 7. Es wären einfach nicht mal 7 Stück. Es kann sein, dass wir wirklich gleich nur ein Brilli-Try haben, wenn wir Pech haben. Aber gut, mal schauen. Ob die drei Loopies klappen, immerhin die klappen. Das ist immerhin etwas. Und jetzt wenigstens noch der Brilli hinterher. Der hat auch geklappt, sehr schön. Und jetzt, come on, dass der wenigstens gut sein. Blocken, DB, Nahkampf reflektieren. Naja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 10 Won mehr oder sowas, wenn ich Glück habe. Aber es war auf jeden Fall wieder eine miese Aktion, aber was soll's. Hätte ja klappen können, man kennt's ja, es ist halt Alchemie wie immer. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Also, ich bin süchtig nach Alchemie und ich glaube, das merkt man in letzter Zeit. Denn jetzt machen wir halt mal wieder ein Exit-Try. Und diesmal ist es ein Jade. Ja, gut. Ich hoffe mal, dass der jetzt erstmal auf Exit geht. Denn ich habe tatsächlich nur zwei Exit-Jade im Shop, zwei gute. Deswegen, dritter wäre gar nicht mal so schlecht.
Und er ist schon mal auf Exe gegangen. Das freut mich schon mal, dass wir schon mal diesen Moment teilen können, dass ich draufschauen kann. Das ist immer das Geilste. Ich liebe es, auf den Exe-Stein zu schauen, den man gerade herstellt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Ding absolut geile drei Bonis hat. Vielleicht auch ein Perfekter, das wäre auch mal was. Ich habe tatsächlich, das ist übrigens, was ich noch sagen wollte, der einzige Stein, den ich noch nie in perfekter Form hergestellt habe, und zwar ein Jade, Doppel-TP, TP-Absorb, habe ich noch nie hergestellt. Vielleicht jetzt. Und TP, TP-Regi, eieiei, wäre das TP-Absorb. So einer ist leider Gottes gerade für 100 Won auf dem Markt, also es ist leider Gottes nicht wirklich Profit, es ist miese, muss man leider sagen. Ich kriege, wenn ich Glück habe, 120 dafür. Ah, ist das ärgerlich. Wäre das wenigstens TP-Absorb gewesen, dann wäre es Profit gewesen, 200 von. Aber so ist es leider Gottes miese. Und naja, ich hoffe, die Alti-Action hat euch wieder in diesem Video gefallen. Und naja, mal gucken, was wir noch so machen. In dem Moment, wo man sagt, es läuft gerade nicht gut, muss man das Schlimmste tun, was auch geht. Und das ist ein Exe-Rubin-Appen. Mal schauen, ob er auf Exe geht oder ob es noch schlimmer wird. Und er geht auf Exe. Sehr geile Sache. Und jetzt, come on. Wir haben so viele mythisch-matte Perfekte hergestellt. Lass einfach mal ein perfekter Exe dabei sein. Und er sah, naja, aus. Da könnte AWDSS drauf gewesen sein. Und es hat nur DSS. Also das war leider Gottes Bruch. Dafür kriegen wir 250 Won, also so gesehen haben wir nochmal 200 Won miese gemacht. Hätte ja wieder klappen können. Hauen wir nochmal einen Brillionix hinterher, mal gucken, ob der klappt. Der hat geklappt und ist, ja, relativ perfekt. Das ist doch okay, den können wir verkaufen. Natürlich ist das jetzt nicht die teuerste Art und Weise von dem Onix, das muss man sagen. DB wäre tausendmal teurer als Crit am Ende, aber man kriegt trotzdem so 120 bis 140 Won dafür. Wenn man sich jetzt mal wieder überlegt, dass ich in dem kompletten Video einfach wieder nur Alti geabt habe, ist das einfach mal wieder geisteskrank. Und natürlich hören wir dann auch auf als letztes wieder mit Alti in diesem Video. Also wir werden nochmal einen Exe-Stein probieren. Ich weiß gar nicht, wie viele in diesem Video alleine schon dran waren. Ich habe nicht mitgezählt, ehrlich gesagt. Aber ich habe einfach mega Bock in letzter Zeit drauf. Und solange ich halt wirklich in dieser Spanne im Plus bleibe, ist mir das eigentlich komplett egal. Ich spiele halt immer permanent rum an die 10.000, 11.000 Won und deswegen kann ich mir das halt einfacher erlauben. Und wie gesagt, falls es irgendwas gibt, womit ich meine IQ verbessern kann, oder generell, falls ich was finde, womit ich meine IQ verbessern kann, dann werde ich das auch definitiv tun. Also ich vernachlässige definitiv nicht meinen Char dadurch. Ich möchte einfach nur noch Spaß haben. Und das habe ich jetzt, indem ich den nächsten Exe-Try hier reinhaue, der auch geklappt hat. Das ist mega nice. Und jetzt, come on, lass zum Abschluss des Videos einfach mal noch einen richtig geilen Onix hier hergestellt haben. Das wäre doch mal mega, würde ich sagen, oder? Hat er drei Bonis und der sah sehr geil aus. Und jetzt, come on, er hat auf jeden Fall Blocken gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Und wir schauen jetzt nach und er hat, jawohl, wir haben auf jeden Fall den Rubin wieder rausgeholt. Blocken, DB und reflektieren wieder 350 Won Stein. Das ist natürlich mega nice. Der Rubin ist so gesehen fast wieder rausgeholt mit den zwei Steinen. Somit haben wir eigentlich nicht mal wirklich miese in dem Video gemacht. Natürlich tut das ein bisschen weh, wenn, was weiß ich, ein Exe-Dia-Try fehlschlägt oder sonstiges. Aber durch den Dia haben wir ja 600 Won Profit gemacht. Hier haben wir jetzt 200 Won Profit gemacht und hier haben wir jetzt auch nochmal 50 von Profit gemacht. Ja, okay, gut, der Brilli da, den ich davor hatte, der war nicht wirklich, ja, gut geworden oder sonst, da ist viel Won reingegangen. Aber trotzdem ist das sehr nice, dass wir hier nochmal einen guten Onix hergestellt haben. Wäre natürlich schön gewesen, hätte der jetzt noch irgendwie Pfeil ausweichen oder sowas gehabt, anstatt reflektieren. Aber dennoch ein geiler Stein, wieder Profit gemacht. Und ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe, ihr liebt die Alti-Action genauso wie ich. Und deswegen lasst gerne mal ein Like an dieser Stelle da und schreibt gerne einen Kommentar. Und falls ihr auch Bock auf Metin habt, registriert euch gerne über meinen Link. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten noch, falls ihr Bock auf Tigergirls habt, meldet euch bei mir. Da sende ich euch auch liebend gerne ein paar Codes zu. Ansonsten würde ich sagen, haut da rein, euer Simply. Ciao, Freunde.